komme aus Berlin, das ist richtig. Was ich da sehr gerne mache, ich würde es fast als Hobby bezeichnen, ist U-Bahn fahren. U-Bahn fahren ist super. Vor allem, wenn man gerade wie ich kein Internet hat, dann kann man da einfach Leute angucken. Der Vorteil ist, dass man Leute angucken kann, aber nicht mit ihnen reden muss, wenn man nicht möchte. Das finde ich sehr gut. Das Problem ist nur, dass das nicht immer funktioniert. Dann passieren Dinge wie, dass ich angetippt werde ist das Wort. Und dann passiert das. Entschuldigung, dürfen Sie mal was fragen? Nein. Okay, cool. Wo kommen Sie her? Wedding, kennen Sie hier, Nordosten, Berlin, Arbeiterviertel, dies, das, ja, nein. Ja, da wohnen Sie, aber Sie sind bestimmt zugezogen, oder? Sie sind bestimmt zugezogen, also wo sind Sie aufgewachsen? Aufgewachsen, Sie sind bestimmt woanders aufgewachsen. Ja, also aufgewachsen bin ich in Augsburg, das ist in Bayern, Puppenkiste, kennen Sie, nein, Bayern. Aber geboren, Sie sind bestimmt woanders geboren, oder? Sie sind bestimmt geboren sind Sie aber nicht da, oder? Geboren bin ich in Dortmund. Kennen Sie Smog? Fußball? Smog? Und wenn die Person dann die Antwort erhält, die sie von Anfang an eigentlich zu hören gehofft hatte, dann heißt es: Aha! Afrika! Ja. Ist doch dieses Land, das von König Bob Marley regiert wird, ne? Dieses Land, wo alle Ebola-Aids haben! Ich weiß, man sieht es mir jetzt nicht an, aber meine Eltern kommen aus Afrika. Doch. Und doch weiß ich selbst nicht viel mehr über diese 54 Länder, von denen ich 2/3 der Namen nicht kenne und vom 3/3 nicht, wo sie liegen. Aber zum Glück habe ich immer meinen imaginären Atlas dabei. Al-Jazair, Seychelles, Assumel, Assudan, Masr, Southern Sudan, Cabo Verde, Burundi, Ruanda, Sierra Leone, Djibouti, Uganda, Burkina Faso, Lekobobena, Botswana, Mauritanie, Yamhure, Niare, Ethiopia, Libya, Liberia, Eritrea, Côte d'Ivoire, Tanzania, Nigeria, Madagascar, Maurice, Mosambik, Kenia, Südafrika, Guinée-Conakry, Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau-Saint-Tomé, Angola, le Sénégal, Cameroun, Comoré, Lesotho, Tunis, Centrafrique, Mbusu, Eswatini, République démocratique du Congo, Congo, Brazzaville, Mali, le Togo, Malawi, Gambia, Zambia, Zimbabwe, Ghana, Namibia, Tchad. Ja. 54 Flaggen und 54 Namen, 54 Mal bis hierher und nicht weiter. Als ich zum ersten Mal im Flugzeug saß, war ich 5 Jahre alt und so aufgeregt, dass ich nichts essen konnte. Stattdessen starrte ich ständig aus dem Fenster, Ausschau haltend nach den großen bunten Lettern, die in Atlanten quer über Ländern prangten. Aber da war nichts, nicht ein Buchstabe, nur grün und grau und braun und blau. Seither weiß ich, dass alle Atlanten imaginär sind. Und dann waren wir da, in einem dieser 54 Länder, der Heimat meiner Eltern. Mein Vater trägt bis heute noch als Andenken an sie eine Kugel im rechten Bein. Krieg und Flucht waren meine Taufpaten. Ich wurde in Italien gezeugt, in Deutschland geboren und bin in Bayern aufgewachsen. Also, Tisfu, wo genau kommst du denn nun her, hä? Na, aus Afrika, Land, Herr Wachtmeister, das sehen Sie doch. Ich bin gestern erst illegal eingewandert, aber schwupps, übers Mittelmeer geschippert. Und da muss ich mir auch dieses Ebola-Aids eingefangen haben, Herr Wachtmeister. Sprechen Sie Deutsch? Sie wissen aber schon, dass es illegal ist, hier illegal einzuwandern. Dürfte ich mal Ihren Ausweis sehen? Mein Ausweis. Sie meinen, dieses tintegetränkte Stück Papier, in Plastik eingeschweißt, das entweder Verderb oder doch gut Gedeih verheißt, weil's wohl weiß, wie du heißt und über jeden Scheiß Bescheid, wie kinderreich du leist, ob du vor Krankheiten gefeit, ob wegen einer Meinung einer eine niederkeult, die Größe des Bereichs, wo deine einzelne Dasein weilt, die Lebenslänglichkeit, das heißt die Zeit, wann kreidebleich du scheidest, wer entscheidet, Volksvertreter oder Scheich, wohin die Welt spricht grenzwert, du einst die Schweiz bereist, wie viel und was kredenzt, wird dieses Urteil weiß bereits, dies schnöde Stück Papier, in Plastik eingeschweißt, da steht es doch, pass genau und schwarz auf weiß, klar weiß ich, wie man Heimat schreibt, doch was das wirklich heißt. Also, fragen Sie mich nicht, wo ich herkomme, Herr Wachtmeister. Wo ich herkomme, gibt es kein Woher.
nur mehr ein Wohin, bei dem unzählige Träumen von weiten Wiesen, überborden vor Tulpen, aus ihren Kelchen man den Nektar in Strömen schlürfen kann, umtänzelt von kleinen Alpengeißlein. Und die meisten der Wachtmeister spielen am Ende toter Mann im Mittelmeer. Kennen Sie den schon? Was sagt der Frontex-Grenzwächter an der Mittelmeerküste zum Afrikaner? Nur über deine Leiche. Also, Herr Tisfo. Nun wissen Sie, Herr Wachtmeister, wenn das Leben selbst zum Witz degradiert wird, dann ist der Tod die Pointe. Temye Tefu!